Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom FM23 mit dem VfL Bochum und mit dem ja, Sieg zuletzt gegen Union Berlin. Ich wollte gerade sagen, dem ersten Sieg, der ersten Sieg nach langem. Das hat natürlich sehr, sehr gut getan. Von daher haben wir uns dann ein bisschen befreit, Union in Schach gehalten und von den Abstiegsplätzen weggehalten. Aber es ist alles natürlich noch verdammt eng. Wir gehen mal rein, denn es gibt auch eine Nachricht zu dem Spielstand, was in oberen Tabellenregionen sind. Denn der FC Bayern München ist deutscher Meister. Und das schon am 28. Spieltag. Durch ihren Sieg damit 3:2 gegen Hoffenheim 75 Punkte. Der zweite ist aktuell Mainz mit 56. Dann Dortmund mit 51. Also da ja, ist kein anderer da, der irgendwie das den Bayern da gerade Paroli bietet. Wir, wie gesagt, durch den Sieg mit 26 Punkten und 15. Der Stuttgart hat, und da gehen wir jetzt auch nochmal in die restlichen Ergebnisse rein, denn das eine war ja an dem Abend und das andere war dann an dem Sonntag, und zwar hier. Nämlich Stuttgart, erstmal das Wichtigste, hat 1:2 verloren gegen Dortmund. Leipzig und Augsburg trennen sich 0:0 und Wolfsburg besiegt Leverkusen 3:1. Am heutigen Spieltag hat bereits Gladbach Union Berlin 2:1 besiegt, was für uns ja auch gut ist, dass Union nicht punkten konnte. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg, die sind Sechster. Keine leichte Aufgabe, aber das sind sie grundsätzlich ja alle nicht. Ja, also, Bayern ist Meister, das war noch das Interessanteste aus dieser Woche. Wobei wir haben leider einige Verletzten zu vermelden. Ruben Pardo hat sich verletzt, musste mit Faserriss in der Wade 3 Wochen. Und das wäre es dann nicht so genug. Hat sich ja das Horn auch noch verletzt für 4 Wochen Knöchelverdrehung. Also mit Verletzungen haben wir es leider gerade. Wirft uns ein bisschen zurück, zumindest in der Breite des Teams natürlich. Dann haben wir noch ein paar Scoutings gemacht. Einmal hier Ramen Cepele ist ein Spieler für, ja, gucken wir uns nochmal genau an, für die Innenverteidigung. Note 2 wäre eine hervorragende Verpflichtung, ist allerdings nicht ablösefrei. Anders dagegen hier Kieran Dole für das zentrale Mittelfeld, ein interessanter Mann. Wir haben aber ja schon jemanden verpflichtet, können wir gleich nochmal zusammenfassen. Ebenfalls Jack Robinson, aber 29 Jahre Verteidiger, sicherlich auch interessant, weil ab der Spieler, na ganz ruhig, der Vertrag abläuft vom Spieler. Ne, also von daher nochmal nicht uninteressant. Wen wir schon verpflichtet haben, weil nur nochmal als Auffrischung, ist nämlich Kevin Möwald. Der kommt ja im nächsten Jahr schon. Und der ist hier schon fürs zentrale oder defensive Mittelfeld eine Wucht. Da sind wir sehr froh, dass wir mit ihm schon uns einigen konnten. Ja, wir müssen das trotzdem weiter im Auge behalten, auch wenn wir nicht wissen, in welcher Liga wir spielen. Das macht es nie leichter. Aber ich scoute immer wieder mal und gucke mir immer wieder mal dann auch Spiele an. Aber es kommt jetzt momentan nicht zu weiteren Verhandlungen. Förster hatte sich begonnen, Sorgen zu machen, dass er einen neuen Vertrag will. Dann wollte ich mit ihm sprechen, dann war aber wieder alles in Ordnung. Ja, sehr gut, der verdient 7,5 und hat noch Vertrag bis nächstes Jahr. Also von daher wäre ich da jetzt auch nicht derjenige, der jetzt dort den Vertrag anbieten wollte. Von daher alles gut so. Unsere U19 hat auch noch gespielt, hat 1:1 gespielt, Entschuldigung, 2:2 gegen Rot-Weiß Essen U19. Wie gesagt, momentan leider nicht so einen guten Lauf. Nach Anfang der Saison war es viel besser, aber jetzt, ja, wir halten uns auf jeden Fall von den Abstiegsrängen raus. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir können leider auch nicht mehr oben um ja, die obere, um die Playoffs mitspielen. Das geht leider nicht. Ja, dann gehen wir mal rein ins Spiel gegen Wolfsburg. Ordetz kann komplett spielen. Janko konnte 45 Minuten. Bosniskovic sowieso zweite Wahl 75 Minuten. Wir spielen gegen Wolfsburg. Die sind aktuell unterwegs im Gegenpressing mit einem 4-2-3-1-System, hängende Spitze mit Wind, dann die Außenstürmer Wimmer und Brekalo 3-5, zum Beispiel Brekalo Wimmer mit 3-4, Philipp zentral mit 2-1, Wind hat übrigens auch schon viermal getroffen, Franjic 0-1, Geis 0-1. Ja, jetzt nicht so dramatisch, aber wir sind trotzdem der Außenseite ausgeglichen und häufigeres Pressing. Wir gehen einfach mal rein ins Spiel und entscheiden uns da, was für eine Taktik wir machen. Vor 18.000 Zuschauern dürfte ein bisschen mehr sein, aber leider ist das nicht der Fall. Also, erstmal zur Taktik. Also ich denke, wir haben letztes Mal recht gut gespielt. Wir sollten dabei bleiben mit der grundsätzlichen Formation jetzt mal gesagt. Ich würde auch Musset wieder spielen lassen und da wir zu Hause spielen und ein bisschen angriffslustiger spielen wollen, wird Musset auch als angreifende hängende Spitze spielen. Asano hat diesmal ja nicht so ein starkes Spiel gemacht, ist eigentlich auch auf der rechten Seite besser zu Hause. Musset ist aber auch Rechtsfuß. Und da der mehr abschließen soll, denke ich mal, machen wir das so, dass Musset auf rechts bleibt. Förster Stöger, bei Stöger ist jetzt echt die Frage, ob wir ihn angreifend spielen lassen wollen. Wie gesagt, wenn wir ein bisschen offensiver werden wollen, dann sollten wir das vielleicht beibehalten.
Wenn ich das Mittelfeld hier vorne sehe, Philipp ist natürlich da sehr offensiv, aber Osterhage defensiv bleibt übrigens drin für Losilla. Der hat ein gutes Spiel gemacht, deswegen würde ich ihm auch gerne das Vertrauen schenken. Ja, ansonsten, wie gesagt, die beiden Verletzten, Pardo und Horn, haben wir ersetzt durch Losilla und durch Dominik Heinz. Ansonsten bietet es auch nicht sehr viel. Ne? Paski Sukovic haben wir gerade schon gesagt. Aber auch in 2 Tagen erst wieder im Training könnte 75 Minuten spielen. Sowas mache ich sehr ungern. Und für Janko haben wir ja auch Setotu auf der rechten Seite. Also das ist unsere, ja, 11 plus, ja, also plus Ersatzspieler. Ich bin nur echt am Zweifeln, was die Offensive angeht. Und deswegen würde ich auch nochmal sagen, dass wir vielleicht hier unsere beiden Außen aufgrund der Stärke der Außen von Wolfsburg nochmal anpassen sollten und automatisch spielen lassen sollten. Das ist auf jeden Fall für dieses Spiel gedacht. Defensiv müssen wir jemanden dort platziert haben. Und ansonsten glaube ich, dass wir damit ganz gut spielen können. Wir würden auch ausgewogen spielen, das auf jeden Fall. Die Frage ist halt wirklich, Disziplin würde ich nicht da rausnehmen. Es hat uns gut getan, dass wir das Passspiel etwas von kürzer weggenommen haben und ein bisschen mehr in die Standardrichtung. Das werden wir jetzt auch nochmal in diesem Spiel machen. Den geordneten Spielaufbau hinten, den hatten wir auch raus. Den lasse ich erstmal drin. Wir schauen uns das Spiel diesbezüglich mal an und Flanken früh schlagen. Das ist immer noch die Frage, ob wir das nochmal machen sollen. Das war so die Phase, wo es uns dann gegen Union etwas einfacher von der Backe lief, indem wir das getan haben. Und wo auch das Tor fiel, das erste zumindest. Ich würde es mal machen. Wir nehmen die Erkenntnisse mal mit und würden mal so spielen. In dem Umschaltspiel, ja, ist ein Gegenpressing sicherlich gut, aber ich würde es mal tatsächlich rausnehmen, aber nicht auf Neuformieren gehen, weil dort doch Wolfsburg der stärkere Gegner ist. Da steht man immer ein bisschen offensiver, wenn man da zu viel presst. Kontern werden wir ja auf jeden Fall tun, das ist klar. Und hier werden wir ja auch nichts weiter ändern. Standarddefensivlinie, mittlerer Block. Kommt auch nicht so an. Ich würde es so machen. Ach ja, Stöger war noch immer die Frage, ob wir ihn angreifend spielen lassen. Wir lassen es. Wir machen es so. Bedeutet, dass er mehr Risiko geht, offensiv positioniert ist. Das Spiel bereit zu machen, ist klar. Metzeler-Geschichte. Die Zwischenräume ebenfalls. Position verlassen ebenfalls. Also dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit ihm hier? Der ist ja auch dann positionsverlassend. Aber für die kreative Geschichte, die ich das gerade machen möchte, finde ich das eigentlich gar nicht verkehrt. Ist natürlich immer ein Risiko. Hat 2 Tore vorbereitet beim letzten Mal. Hier steht die Defensive. Wir lassen es mal so. Sehr gespannt bin ich auch wieder auf Musse, ob wir ihn dort ähnlich erfolgreich sehen wie gegen Union. Was sagen wir? So, diese Revanche-Geschichte finde ich jetzt einfach mal gut. Sehr gut. Und den Verteidigern sollen wir noch sagen, dass sie sich motivieren lassen. Für Stöger müsste man sagen, ihn nochmal motivieren. Denn der war zuletzt ja unter seinen Möglichkeiten. Ja, das würde ich so mal unterschreiben. Das sind immer nur so feine Nuancen. Wenn man sich, glaube ich, einmal so eine Taktik festlegt, dann ist es schwierig, da jetzt was ganz anderes zu machen. Gerade in unserer Situation natürlich, jetzt hier irgendwas zu probieren. Halte ich für eher riskant. 18.000 hatte ich schon gesagt. Tobias Stieler ist der Schiedsrichter. Wir in unseren blauen Trikots. Von rechts nach links. Schön von Musse den Ball geholt. Blanke, ja, kommt nicht an. Osterhage holt ihn zurück. Sehr gut, Gamboa. Schöner langer Ball auf Asano. Der will es versuchen, aber da ist noch mal ein Bein zwischen. Schade. Ja, schon mal ein guter Ansatz. Wir sind in der Woche wirklich defensive trainiert. Was sich hier noch nicht so zeigt. Da machen beide den Weg frei. Nicht gut.
Ich wollte gerade sagen, mal wieder was nach vorne zeigen, dann verliert Förster den Ball im Aufbauspiel. Ah, schade, Gamboa. Brekalo aus dem Hinterraum. Aber der geht sogar noch drüber, da war gar keiner mehr dran. Super Block von Musset, also er scheint dort wirklich gerade im Team integriert zu sein. Auch defensiv scheint er gute Leistungen zu bringen. Sowas lesen wir natürlich gern. Rechtfertigt die Entscheidung so rum. Gottes Willen. Es passiert nicht viel. Bremen liegt zurück in Berlin, dadurch rutschen wir einen Platz nach oben. Dass die Mitkonkurrenten hier Punkte lassen, wäre gut. Schalke führt allerdings 1-0 in Freiburg, ist ja ebenfalls ein Mitkonkurrent. Ja, was tun? Es ist noch eine Aktion erstmal. Esser, langer Ball, der wieder zurückkommt. Und dann steht Philipp frei, läuft dran vorbei und schiebt ihn ein. Ist das kein Abseits? Anscheinend nicht. So kurz vor der Pause noch das 0-1, ist natürlich bitter. Sieht man gar nicht, ob da hinten noch jemand steht. Dann macht das natürlich sehr clever. Umläuft Esser und schiebt rein zum 1-0. Das ist echt mal wieder richtig kacke. Entschuldigung, aber es ist so. Es ist auch jetzt, es passiert nach vorne jetzt auch überhaupt nicht. Sie haben 36% Ballbesitz. Also, ich meine, wie willst du da nach vorne spielen? Gefällt mir überhaupt nicht. Wir brauchen mehr Ballbesitz. Wir werden jetzt kontrolliert spielen. Wir werden Kreativität reinfordern. Wir werden etwas vertikaler spielen, aus der Defensive rausnehmen. Das mit dem Frühschlagen, das passt nochmal da rein. Das würde ich nochmal machen. Wir müssen ja irgendwas machen. Was ist denn da mangelhaft gerade? Der Passstil. Ja gut, kennen wir halt nicht, ne? Wir müssen nochmal Gegenpressing doch wieder einstellen. Ja, jetzt wollen wir was tun. Das hatten wir schon vorher gewollt, aber... Ja, schauen wir mal, wie die Mannschaft damit umgeht. Schlechter kann es nicht werden, oder? Muss man eindeutig so sagen. Die erste Halbzeit war grottig. Und der Ball ist weg. Ich will da gar nichts zu sagen. Weil mich dieses Spiel absolut nervt, so wie wir da gerade spielen. Also dieses Bumm weg kann natürlich so sein, dass diesen Ball nach vorne einfach nur, ne,
dass wir dann doch unser Passspiel, wie was die meiste Zeit ja spielen, denn besser ist. Also das Spiel zieht man gerade daraus, ne? Die Schlüsse. Aber was sollen wir jetzt machen bei der 0-1 und jetzt 0-2 Rückstand? Soll ich jetzt wieder hier irgendwie auf schön spielen? Den Ball hinten rum ein paar Mal tänzeln? Das bringt uns ja auch nichts. Ist das echt alles in Frage stellen hier? Da, und wieder ist der Ball weg. Also uns gelingt nach vorne hin überhaupt nichts. Ich meine, wenn man sagen könnte, wir haben jetzt defensiv trainiert, ja, da müssen wir aber defensiv auch besser stehen, wenn wir deswegen keine Pässe spielen können. Wenigstens jetzt mal einen Schuss. Nee, Leute, ich habe überhaupt keinen Plan, was wir hier tun sollen. Ich habe echt überhaupt keinen Plan, das merkt man. Ich meine, jetzt sind wir jetzt gerade der Stöger Außenpfosten, jetzt wieder mal Ecke und Förster mit dem Kopfball. Jetzt haben wir so ein bisschen was vom Spiel, aber überzeugen ist anders. Dass das trotzdem gut geht. Börmann mit 6-3, grottenschlecht. Für ihn kommt Gonzales. Schaue ich mir jetzt auch nicht länger an. Soares, da habe ich niemanden für. Der muss mit 6-2 durchspielen. Horn ist verletzt. Das wäre die Option. Hofmann ganz schlecht. Dann kommt Zoller rein, das haben wir ja auch schon mal ganz gut hier vorne gemacht, aber er war, glaube ich, jetzt nicht der Zielspieler, ne? Der Stoßstürmer. Dann darf er nochmal zeigen, was er kann. Schlechter als die anderen kann er es gerade überhaupt nicht machen. Den machen wir mal auf unterstützend. Wir müssen ja irgendwie wieder, dann werden wir hier mal wieder unsere alte Angreifengeschichte machen, dass wir über außen mehr Druck entwickeln. Das frühe Flanken nehmen wir raus. Den Rest haben wir. Ja, wobei dieses schnell. Das können wir in den letzten 10 Minuten machen, aber so nicht. Müssen auch mehr Zweikämpfe gewinnen. Ja, das bringt auch nichts. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Sorry dafür, aber ja. Osterhag auf einmal 6-1. Hat der gerade auch so eine schlechte Note? Sonst hätte ich das doch gemerkt. Aber muss ja wohl. Ja, 6-0, das lassen wir uns gar nicht gefallen. Jetzt ist mir auch alles egal, muss ich gerade sagen. Soares mit 6-1 lasse ich mir genauso wenig gefallen. Dann soll Heinz jetzt mal auf der linken Seite spielen, von mir aus. Und Goralski bekommt die Position. Haben wir jetzt 5-mal gewechselt? Ne, einmal könnten wir noch. Wer ist denn noch grottig? Heute kommen alle mal raus, die grottig sind. Musse hat vorne auch nichts gezeigt. Dann gehen wir jetzt auf Offensive und ja. Kriegen entweder jetzt noch einen oder reißen irgendwann mal was.
Ich hab's befürchtet, deswegen habe ich noch nichts gesagt. Sah mir irgendwie auch noch abseits aus. War's auch. Nee, das ist nichts. Das ist nicht unser Tag heute. Dann sowas. Nee, Leute, das bringt überhaupt nichts hier heute. Das ist eine ganz, ganz traurige Vorstellung, wo man sich fast auch bei euch entschuldigen muss. Und das tue ich auch, weil das war echt nichts. Aber auch ich bin gerade echt ideenlos, bin gerade leer. Das sind so Momente, ich weiß auch nicht. Kennt ihr auch? Ich habe jetzt noch heute, das ist die zweite Aufnahme, die ich heute mache, aber das wird auch die letzte sein, weil irgendwie braucht man da einen neuen Elan. Es ist irgendwie ideenlos, ja. Wir können nicht gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg absolut in Offensive gehen, ja. Wenn wir uns hinten reinstellen, weiß ich aber auch nicht, ob das so wahnsinnig Sinn macht. Ne? Ich gucke mir jetzt die Noten auch gar nicht an. Das hat echt keinen Sinn. Ich bin unzufrieden heute, das muss man so sagen. Es wäre schön, wenn wir mal irgendwie was testen können gegen eine starke Mannschaft noch. Ob wir uns da defensiv besser tun. Ja, die anderen Ergebnisse übrigens noch Freiburg-Schalke 1-1. Immerhin, die haben die Schalker nicht gewonnen. Hoffenheim-Köln 1-1. Da holt Hoffenheim einen Punkt und geht damit an Union vorbei. Werder verliert zum Glück gegen Hertha 1-0 und Augsburg-Stuttgart 0-0. Damit sind die auch einen Punkt an uns rangerückt. Aber wir bleiben erstmal über den Strich. Und das mit einer, ja, schlechten Leistung des Teams und auch schlechte Leistung des Trainers, muss man jetzt hier sagen. Wie gesagt, bin selten so ideenlos. Und es sind noch 5 Spiele. Guckt euch die Gegner an. Ich meine, Augsburg und Hertha sind noch die Gegner, die eher so im Mittelfeld spielen. Alle anderen, ne? Leverkusen 6., Gladbach 7., Dortmund 3. Jo, das wird eine Hausnummer, würde ich mal sagen, wenn uns da nichts einfällt. Ich gucke noch mal kurz auf den Terminplan. Der ist aber komplett so, dass hier nichts mehr drin ist. Also wir müssen uns irgendwie finden. Und das bedarf erstmal einer Pause, würde ich sagen. Gut. Oder nicht gut, wie auch immer. Wir haben wieder ein Heimspiel übrigens. Diesmal gegen Dortmund. Tabellenplatz 3. Das beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen, trotzdem fürs Zuschauen, vielleicht auch fürs Dranbleiben. Ich hätte verstanden, wenn man zwischendurch abschaltet, weil das ist echt definitiv heute nicht das gewesen, was wir sonst leisten können. Ich sage, wie gesagt, trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.